Hallo, Servus und moin, moin, liebe Leute. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim SnowRunner. Ja, beim letzten Mal haben wir hier ja den Anhänger freigeschaltet und den Anhänger angehangen haben wir. Und hier drauf befinden sich ja die Ziegel. Jetzt war ich am Überlegen, wie ich fahre und wo ich den Anhänger hinbringe. Da habe ich tatsächlich nochmal nachgeschaut, Leute. Und wenn wir uns die Aufgaben hier anschauen, haben wir bei Husky Forwarding die Aufgabe das Nötigste. Und da werden zweimal Ziegel unter anderem benötigt. In Smithville. Und von daher starten wir einfach mal die Aufgabe, Leute. Und könnten dann nämlich, wenn wir die Sachen eh gleich hier schon haben, rüber nach Smithville und da schon mal die Ziegel abgeben. Problem wird natürlich sein, wir haben nur 82% Sprit. Wir haben die Kanister schon verbraucht. Also wird das auf jeden Fall reichlich kompliziert. Ich habe schon mal ein klein bisschen Vorbereitung getroffen und bin hier mit dem ANK und zwar mit dem Tankauflieger. Beziehungsweise mit dem Tankauflieger Nova. Und wenn wir es jetzt bis da vorne schaffen sollten, dann können wir nämlich. Dann können wir nämlich, Leute, hier einmal nachtanken. Außerdem habe ich noch einen Pritschenanhänger mitgenommen, der da so rumstand. Heißt, wenn wir dann in Smithville sind und wir benötigen noch Holzplanken und Kraftstoff, dann haben wir nämlich gleich das passende Fahrzeug am Start, Leute. Also nämlich kein großes Gelaber. Ich würde sagen, wir fahren los, gucken, wie weit wir kommen. Im schlimmsten Fall muss ich halt mit dem Tankwagen hier entgegenfahren. Wie ist es, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss halt der Berg zum Propheten. Wir werden allerdings sehen, was wir brauchen und was nicht. Denn wir haben ja hier eins der kleinsten Scouts, einen der kleinsten Scouts ausgesucht und ihr seht jetzt schon, was der Hänger für eine Größe im Vergleich zum Fahrzeug hat. Dazu noch beladen. Kann spaßig werden. Hätte ich jetzt nicht nachgeguckt, hätte ich wahrscheinlich die Ladung einfach entfernt und wäre dann Richtung Werkstatt gefahren und hätte ihn irgendwo verkauft oder so. Hat sich für den Moment zumindest jetzt zum Glück erledigt. Moment, wir müssen wieder aufpassen. Dass er uns hier nicht zu stark wegsackt. Deswegen im Lastgang, was uns natürlich jede Menge Sprit kostet. Aber ich glaube, um ein Nachtanken werden wir nicht rumkommen. Die Frage ist halt wirklich, ob wir bis dahin hinkommen mit den 40 Litern, die wir noch verbleibend im Tank haben, oder ob wir hier ein Fahrzeug zu Hilfe schicken müssen. Ich würde ja auch ganz gerne die Winde zur Hilfe nehmen, aber wie ihr gesehen habt, Leute, haben wir hier in dem Bereich nicht mal passende Windenpunkte. Wir versuchen ein bisschen weiter an den Rand zu kommen. Differential ist an. Das heißt, wenn wir die eine Seite schon mal, wenn wir auf einer Seite schon mal ein bisschen Grip haben, sollte das Ganze schon mal
viel besser funktionieren. Aber der Boden ist halt komplett durchgeweicht und schlammig. Hier müssen wir schon Hilfe in Anspruch nehmen, zumindest die der Winde. Dazu das zusätzliche Gewicht, das geht natürlich auch noch mal auf den Tank. So, Leute. Hier werden wir nicht drum rumkommen, also müssen wir gucken, dass wir die Wände wirklich... öfter nutzen. Ja, ich weiß nicht. Das kann schon eine ziemliche Herausforderung sein, bis wir hier drüber kommen. Ob wir überhaupt über den Baum kommen. Ihr seht schon, wir haben nur noch 28 Liter, also der Sprit geht so derbe runter hier, Leute. Da werden wir ein richtiges Problem kriegen. Die Winde werden wir hier auf jeden Fall zur Genüge verwenden.
hier vorne haben wir noch mal jede Menge Strömung. Irgendwas. Wir müssen wirklich Millimeter oder Zentimeter weit uns hier vorarbeiten. Da kommen wir irgendwie nach vorne. Eventuell hier. Eine gute Idee. Und da sind wir wieder frei. Ich schätze, dass wir das hier zumindest nochmal rausschaffen. Ja, nicht so. Haben wir vorne noch was? Da ist nichts mehr. Also, so. Sich doch vernünftig fortbewegen würde. Im vorderen Bereich haben wir nichts mehr, ne? Nee, wir haben wirklich nur noch die Möglichkeiten, die hier jetzt sind. Wir probieren es mal so. Hier haben wir halt wirklich Probleme mit dem zusätzlichen Gewicht durch den Hänger. Und wir haben auch nur noch 15 Liter hier zur Verfügung. Das sieht nicht gut aus, Leute. Sieht absolut nicht gut aus. Hier natürlich recht nah. Nicht zu nah schon hier an dem Pfahl.
Moment, 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 Moment. Nimmt der die hinteren tatsächlich als Windenpunkte? Wir werden gerade von der Strömung so ein bisschen hier abgetrieben. Deswegen versuche ich hier mich mal um den Pfahl so ein bisschen rumzuwickeln im Prinzip. Und jetzt muss ich noch mal schauen, wenn ich hinten den Hänger tatsächlich als Windenpunkt nehmen kann und dann den Pfahl als nächstes. Dann könnten wir uns eventuell, wenn wir nicht so einen breiten Hänger hätten, nämlich hier rausziehen. Flitter, okay, wir werden es sowieso nicht mehr schaffen. Ich befürchte nur, dass uns die Strömung hier so ein bisschen wegzieht. Nicht gut. Da wird uns jetzt nichts anderes übrig bleiben. Als hier eine erste Hilfemission zu starten, oder? Eigentlich ja auch nur gedacht als kleine Tankstation, die wir hier zur Verfügung haben. Aber ihr seht's. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir überhaupt lang müssen. Okay, einfach der Straße nach. Scout oder mit einem etwas stärkeren Scout hätten wir natürlich das Problem nicht gehabt, aber wir wollen uns das Leben ja auch nicht zu einfach machen. Mit der Winde müsste ich ihn eigentlich hier vernünftig wegkriegen. Hoffe ich zumindest. Wie nah wir dran müssen, Leute. Genau wieder nicht.
Alles klar, Winde ab. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann tanken wir natürlich hier auch komplett neu auf. Mit dem Kraftstoff und Tank auf den Dutz. Zuerst einmal den Tank und dann wollen wir noch den Gepäckträger mit, also die Reservekanister mit auffüllen. So, dann hoffe ich, dass er damit jetzt erstmal wieder ein bisschen weiterkommt. Ich fahre aber noch mal ein Stückchen vor für den Fall. Nicht für den Fall. Ich würde sagen, das machen wir auch jetzt sofort. Dass wir nämlich hier... Na, kommst du wohl. Dass wir ihn hier nochmal ein bisschen weiter rausziehen. Schon mal hier sind, können wir ihn auch bis zur Straße bringen. Und dann haben wir nämlich beide Fahrzeuge wieder da, wo wir sie hinhaben wollen. Sparen wir uns doch tatsächlich noch zum einen ein bisschen Sprit und zum anderen geht die ganze Sache auch ein bisschen schneller hier. Schneller, wenn ich den richtigen Weg nehme, ne? Wo bin ich? Ich bin hier. Okay, alles wunderbar. So, dann wollen wir hier mal die Winde lösen. Vorne bin die Warteschleife. Und können dann gleich weiter, oder? Wenn wir es dann bis zur Talsperre schaffen, beziehungsweise gleich die Karte wechseln, müssen wir mal schauen, wo die Farm ist, Leute.
Dann reisen wir mal zur Talsperre, gucken uns das Ganze auf der Karte an. Dass wir uns hier gleich erstmal wieder neu orientieren. Hier haben wir schon mal eine Tankstelle. Und die Farm, liebe Leute, die ist ganz hier hinten. Okay. Also hier rum. Immer der Nase nach. Und hier wären wir ja auch bei uns an der Werkstatt. Heißt, wir brauchen momentan nicht mal zu tanken. Notfalls können wir nämlich den Hänger ja abstellen. Einmal kurz in die Werkstatt rein. Aber das wird sich zeigen. Ich würde sagen, wir machen das in der Folge noch. Oh je, seht ihr das, was ich sehe? Okay, los geht's, Leute. Sehen, wie wir hier mit dem Scout zurechtkommen, ob wir auch hier noch mal Hilfe brauchen. Wenn wir schon mal bis zur Werkstatt schaffen, Leute. Haben wir ein kleines Zwischenziel erreicht. Und können da ja sogar das Fahrzeug wechseln. Wir könnten, genau Leute, wir können ja eigentlich, wenn wir eh an der Werkstatt sind. Hier sind Leute, brauchen wir uns das doch nicht extra schwer machen. Lösen den Anhänger, fahren hier in die Werkstatt. Der Fahrer hat sich seinen Feierabend, glaube ich, verdient. Und schauen wir hier ins Trucklager, mit wem wir weiterfahren. Wir können den Hammer. Komm, wir suchen auch speziell wieder die Scouts. Wir könnten mit dem Hammer unterwegs, 80 Liter Tank, der Loadstar. Den hatten wir beim letzten Mal ja erst. Den Chevrolet, den Kahn. Den Kahn finde ich eigentlich ganz nett. Allerdings als Zugmaschine und mit einem 40-Liter-Tank. Der Rezvani, nee, muss nicht. Dann würde ich nämlich sagen, schnappen wir uns entweder den Hammer oder den Chevrolet. Der hat eine Standardfederung momentan, Offroad-Reifen, umschaltbar. Auch der hat erstmal nur die Offroad-Reifen. Wir könnten also tatsächlich beide nehmen. Schnappen wir uns für heute mal den Hammer.
Und bevor wir fahren mit dem Ausblick, Leute, und dem Sonnenuntergang, verabschiede ich mich, mach hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Würde mich zumindest freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.